Warte mal, der allerechteste hat das sogar ein Video. Der ist jetzt in Dubai. ApoRed zieht nach Dubai. Der Dubai-Vlog. Krank. Man hat jetzt eine Weile nichts von ApoRed, dem allerverschollensten, gehört. Aber er ist anscheinend weggezogen. Er ist anscheinend weggezogen. Es ist ein 28-Minuten-Video. Und das ist natürlich äußerst umfangreich. Also, das ist so umfangreich, dass ich nicht weiß, ob ich die Kraft habe, das komplett mir verwöhnungstechnisch zu gönnen. Es ist auf jeden Fall krass viel. Es wird wahrscheinlich mit Reichtum angegeben, mit dem reichen Hasen, mit dem gut gebauten Hasen, mit dem legeren Hasen wird das sein. Was macht er in Dubai? Aber mal gucken, wie es ihm so geht, was so los ist. Wie geht's eigentlich ApoRed? Fragt ihr euch vielleicht auch? Ich mich nicht eigentlich, aber jetzt, wo ich das Video sehe, frage ich es mich doch. Was macht Prinz Puma gerade so? Also, schauen wir mal rein. Freunde, guten Morgen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich kann seit 10 Jahren ausschlafen. Egal wann, wie, wo, was auch immer. Aber ich bin wie ein Main-Character um 7 Uhr. Wir sind nicht in Germany, weil 2 Monate in Easty auf geschäftlich... Easty. Ich habe eine Wohnung angeschaut. War sehr schön. Jetzt bin ich woanders. Digga, Bett war schon echt bequem. GG, well played. So, wo sind wir? 3, 2, 1. Boom! In Afghanistan! Spaß, Dubai. Marina, ganz kurz. Yo, Kofi-Subskription vom Anujek. Ich brauche schon wieder jemanden, der. Also, die Sprache und die Lyrik, würde ich ja fast sagen, von ApoRed, dem Allerechtesten, entwickelt sich ja weiter. Sie entwickelt sich weiter, so wie sich das britische Königshaus auch weiterentwickelt hat, nämlich hauptsächlich mit sich selbst. Entwickelte sich die Sprache von ApoRed, dem Allerechtesten, auch weiter. Und dann kommen ganz neue Worte raus und ganz neue, krasse Formulierungen. Und ich muss mich auch erstmal darauf einstellen, ne? Süßi Müsi. Seht ihr? Top Aussicht, Digga. Ja, was soll man noch sagen, Freunde? Was soll man noch sagen? Ja. Boah, Freunde, ich sehe gerade ein bisschen wasted aus, Digga. Echt wenig gepennt. Haare 2 Tage nicht gemacht, aber drück drauf. Für den einen oder anderen Hasen. Genau, so steht er. ApoRed, natürlich. ApoRed steht genau so auf. Er hat seine Haare nicht gemacht. Er ist aus dem. Klar, sieht so aus. Klar, natürlich. Haare nicht gemacht. Die sehen immer so aus. Ich gerade denke, wie kann das sein? Der chillt hier around the world. Ich dachte, Brokey Mokey. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist Cap. Jetzt so langsam checkt man. Aber. Genau. ApoRed ist gar nicht pleite. Der flieht nur vor der Justiz. Genau. Offiziell demnächst Insi-Modus auch deaktiviert. Alles geklärt, Gott sei Dank. Ich werde auch bald ein separates Video dazu machen. ETC, PPP. Ja. Deswegen alles Chico. Wir machen jetzt eine kleine Roomtour. Es ist ein ganz normales, süßes, großes Hotelzimmer. Ganz normal. Switch demnächst dann auf eine große Residenzwohnung. Eine Residenzwohnung, ja. Ist die so groß wie die Residenzwohnung, in Germany Mermini war? Ich mag einfach Residenzwohnungen. Residenz, ja. Ja. Ich mag Residenzwohnungen auch. Es ist ganz normal. Es ist jetzt nichts Atemberaubendes. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man ApoReds gigantischen Schlonges sieht, ehrlich gesagt. Ein schickes, modernes. Ich zeig mal, wenn ich den Spiegel sehe, mal meinen super Buddy. Und wir wollen ja nicht, dass die Leute hier Knacks bekommen. Ein paar Klamotten, ja. Ich würde auf den Knacks bekommen, Alter. Auf ein paar Sidebags, Digga. Hier, die ist auch mega nice, mega selten. Mega selten. Ich weiß nicht, was es ist, aber sie ist mega selten. Und die andere hängt da irgendwo herum. Ich weiß nicht, da ein paar Söckchen, auch süß. Ja, Ihr könnt vielleicht, wir können ja ein Spiel spielen. Findet heraus, welche Füllwörter ApoRed benutzt. Eins habt ihr schon ein paar Mal gehört. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's vergessen. Dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Stimmt. Na, es kommen höchstwahrscheinlich jetzt nächste Woche dann 1, 2 Freunde. Ich find's total super, auf süß angelehnt, dass ApoRed immer noch die gleiche Audio-Datenbank benutzt, die er auch schon 2014 benutzt hat. Das bewährt sich einfach auch. Das ist neu, das ist zwar nicht neu, nicht frisch, aber man hört so, das ist einfach beständig. Ne? In einem so unbeständigen Leben muss es etwas Beständiges geben. Na, dann wollte ich da halt so eine Residenzwohnung holen. Ich war auch in Easty, da war ich nur in Residenzwohnungen. Mega schön, mega nice und auch mit vollem Service. Aber das ist ein Top-Hotel. Ich habe hier 24/7 Fitnesszugang, ist mir super wichtig, weil aktuell, Freunde, Bizeps, Alter. Was ist das für ein Oh, Digga, guck dir mal diesen brutalen Hasen an. Spaß. Ja, deswegen Training richtig. Und sonst erstmal ankommen. Erstmal ankommen, Freunde. Erstmal ein bisschen reinsteppen, ja, in
the Scenery. Ja. So, wir machen einen kleinen Step outside. Und zwar gehen wir einmal in eine Mall, die Dubai Marina Mall. Ich habe meine AirPods das zweite Mal schon verloren. Einmal in Istanbul, jetzt einmal auf dem Weg von Istanbul nach Dubai. Korrekt. Ja. Ich brauche noch so ein paar Kleinigkeiten, so Schwimmhose und so ein Kram. Digga, das ist so eine Zerfetzung von hier, ne? So mit Klima, Mima und so. Klima, Mima. Hier raus, da kommt erstmal die Welle des Todes. Wir haben aktuell 40 plus Grad. Heute soll es 45 Grad werden. Aber harte Fahrt. Kalt das aus. Ein bisschen braun werden, warum nicht? Braun werden ausschließlich unter über 40 Grad. Warum nicht? So, wir gehen jetzt spazieren, Freunde. Let's go. So, das ist auch mal ein schöner Way zum Spazieren, ne? Wir gehen jetzt quasi diesen ganzen Weg hier runter und da hinten ist halt die Mall. Und oh, das sieht einfach nur atemberaubend aus, Freunde. Also, ich kann keine Menschenrechtsverletzungen sehen. Und da muss ich einfach auch mal, das muss man auch mal sagen, man ist ja irgendwann mal kritisch, aber wir haben das Video jetzt schon 2 Minuten 53 geguckt. Ich kann keine Menschenrechtsverletzungen sehen. Wirklich hübsch, süß, leckere Gebäude, lakey makey. Also wirklich 10 von 10. Kann man sagen, was man will, Freunde. Deswegen ist der Titel auf jeden Fall auch kein Clickbait. Ich habe wirklich vor, einfach mäßig, das ist nicht richtig auswandern, so. Ich würde mich niemals an einen Ort festbinden. Das ist auch viel zu schwierig mit dem, also mit dem gefährlichen Hasen, ne? Da wird, wenn man gesucht wird, wird man gefunden. Da an eine Stelle auszuwandern, das ist nicht so einfach. Istanbul bin ich sowieso in den letzten Jahren richtig oft gewesen, gefühlt mehr als in Deutschland. Und so, ich finde die perfekte Symbiose aus Germany, Istanbul, Dubai, da hast du Leben durchgespielt. Meiner Meinung nach ist für jeden so das eine. Aber diese Orte sind für mich auf jeden Fall favorite. Und was meiner Meinung nach so die beste City in Germany ist, ist für mich absolut Hamburg. Hamburg ist einfach die geilste Stadt. Boah, Freunde, nach dem Spaziergang bin ich voll geschwitzt angekommen. Ich habe jetzt einen anderen Eingang genommen, so einen seitlichen Marina Mall. Das ist eine ganz normale Mall, auch süß. Also ich wollte auf jeden Fall eine Internetkarte holen, Sonnencreme, neue AirPods und ein paar Sachen für den Strand, Digga, auf lecker. Es ist jetzt keine riesen Mall, also ich kenne Malls in Istanbul, die sind gefühlt 5-mal so groß. Gott, ist das Video schon. Egal. Natürlich auch nicht alle, es ist natürlich viel größer. Aber die größte und bekannteste Mall ist halt die Dubai Mall. Da bin ich auch später, da gehe ich mit einem Kollegen ein Latte Macchiato trinken auf Leckerschmecker. Guck mal, das sieht doch mal süß aus. Digga, wie schön. Der Hase funkelt, auf Swarovski angelehnt. So, eine Karte haben wir geklärt, das ist auf jeden Fall hier der Hotspot. Man zahlt für 10 GB so ungefähr 36, 37 Euro. Von Tani Pop Mali bin ich in den Laden Kors reingesteppt, habe dieses Tanktop entdeckt. Ich finde, die machen sowieso die besten Tanktops, so qualitätstechnisch. Top aus, schön gewaschen, nehme ich mit einfach. Drück drauf, alle mitnehmen. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten hier als in den anderen Ländern. Aber ich weiß nicht, also ich war mal in Türkei, aber ich war auch in Türkei bei Kors, ich habe den jetzt nicht gesehen. Sonst hätte ich ihn auch schon da geholt. Also, let's go. So, der Hase hat 145 gekostet. Ist schon 145 was? Lire? Wesentlich mehr als ich erwartet hatte. Normalerweise kosten die irgendwie so 20 Euronen oder so. Was hier fucking? Was hier fucking 100 was? Yen? Was denn 145? Ich bin jetzt gerade zum Elektronikladen auf süß. Ich habe die gesehen, ich fand die einfach schick, Digga. Das Problem ist, ich habe jetzt in Germany, habe ich sowieso nagelneu bestellt. Die waren dann irgendwie von Sennheiser, was auch immer, Momentum 3, was auch immer. Die sollen irgendwie den ultra kranken Sound haben, viel besser als... Hey, warte mal, ich dachte, du willst AirPods. AirPods, was auch immer. Und dann wollte ich einfach so für den Swag haben, für den Style einfach so. Aber es ist auf jeden Fall so heiß, wenn ich mal Bock auf so einen Juice, Freunde. Schaut euch mal an, wie riesig der hier ist. Was ist denn hier los? Oh, was ist denn da los im Hintergrund? Oh, ApoRed hat wieder was versucht, aus dem mitgehen zu lassen. Aus dem Laden ist schnell zurückgegangen, hat die Kamera angemacht, um abzulenken auf süß. Ich glaube, ich treibe aber hier so ein kleiner, dazu Water Mist. Ah, soll ich vergut. So, das sind Dirham. Entspricht 0,25 Euro. Das heißt, das sind 36 Euro. Ah. Bedient, let's go. Ich habe mich für Orange und Rote Beete entschieden. Sehr gesund. Rote Beete. Ich hasse Rote Beete. Auch unterschätzt in der Scenery. So, ich habe auf jeden Fall jetzt auch Shorts geholt, also Swimming Shorts. Sind wir beim Nike Store, Freunde, auf lecker Schmecker. So, ich habe ein paar Nike Swim Shorts probiert. Sah fresh aus. Meine Arme sah brutal aus, da rennt Spaß. Und die Slide. Jetzt nehmen wir auch mit, let's go. Oh, ich schaff's, glaube ich, nicht, Chat. Ich schaff noch 5 Minuten und dann schaffe ich es nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Warte kurz, wie war das dann? Wir haben ein Klinik-Kit gerade rausprobiert. Super gut funktioniert. Die Schuhe waren übelst dreckig. Mega schnell und sauber, so ein Trouble-Kit. Die haben mich jetzt überzeugt, Freunde, wirklich. So, ich sitze hier gerade, trinke so ein bisschen Bottle of Water. Slides sind drin, Shorts sind drin. Und ich sehe gerade diese Dinger hier, die sehen echt fresh aus. Also nicht die linken, sorry, ne? Ich mag halt diese rechten. Man muss schon sagen, der Typ, der Bratan, Model hat schon. Okay, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, Chat. Ich schaff's nicht. Ich habe gedacht, heute ist der intellektuelle freie Tag eher so. So ist eher auf süß. Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich habe es versucht. Es geht aber nicht. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die Erwartungshaltung hatten, dass ich das durchziehe. Ich krieg's einfach nicht rein.
Keine Ahnung, Digga. Das geht nicht. Ne? Sobald das inhaltslos wird, redet der Mann nur noch davon, wie geil er aussieht, was für einen geilen Arm er hat, was er für einen geilen Bizep hat und dass alles um ihn rum süß ist. Also es ist alles so, ich I don't know. Es ist schlimm. Aber es geht ihm gut. Es geht ihm gut, es geht ihm einfach gut.